Willkommen bei Tontechnikers Fragen von LSD Records. Wie erstelle ich eine Dolby Surround Matrix im Logic? Als erstes möchte ich euch gerne mal die Spezifikation einer Dolby Surround Matrix zeigen. Diese ist denkbar einfach. Und zwar habe ich ein vorliegendes Stereosignal. Dieses Stereosignal kann gesplittet werden, indem man Filter nutzt und eine Phasendrehung nutzt, um zu dem Stereosignal noch einen Center-Lautsprecher auszugeben und natürlich diese Surround-Signale. Ich brauche dafür nur ein paar wenig Tools. Als erstes ein Equalizer und ein Direct-Mixer und noch ein Kompressor. Ich habe das mal im Logic vorbereitet. Auf Kanal 1 haben wir das Signal, großer Rauschen. Ich habe Bus 1 und Bus 2 dazu angelegt. Im Channel Strip des Surround Kanals habe ich schon was vorbereitet, und zwar diesen EQ. Der ist sehr wichtig. Man muss das Surround Signal begrenzen. So gibt es die Spezifikation vor. Im unteren Bereich bei 100 Hertz, im oberen Bereich bei 7000 Hertz. Dieses Band, was dann übrig bleibt, ist das, was zu den Surround-Kanälen gesendet wird. Als zweites brauche ich einen Kompressor, um das Signal deutlicher zu machen. Der ist auf minus 6 dB eingestellt. Das gibt die Spezifikation vor. Und als letztes, als wichtigstes Tool natürlich der Direction Mixer. Das Signal, das Surround-Signal ist auf plus 90 Grad gedreht. Wenn ich jetzt das Signal abspiele, kann ich durch Hinzumischen des Bus 2 die hinteren Kanäle anwählen. Wenn ich das Signal jetzt abspiele, mache es ein bisschen leiser, und ich füge jetzt dem Bus 2 ein Signal hinzu. Man hört eine kleine Soundveränderung, das hängt mit dem EQ zusammen. Aber diese Signalstärke wird dann direkt an die hinteren Kanäle weitergesendet. Das ist es schon. Ziemlich einfach. Ich hatte in Foren nachgeguckt, niemand meinte, dass das möglich wäre, aber letztlich ist es nur eine analoge Schaltung, und Logic basiert auf den normalen physikalischen Verhältnissen, auch der analogen Welt. Demzufolge ist es kein schwieriges, das nachzubauen. Ich hoffe, ich konnte einigen weiterhelfen, und wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem neuen Thema.